denke, wir haben die goldene Sekunde schon über unserer Seite in Ordnung, kann man zufrieden sein, aber dann ist unser Spiel total gerissen, als dann Leipzig in Führung ging. Dann haben wir den Faden verloren, hätten dann auch 2-0, vielleicht 3-0 sogar in Rückstand geraten können. Haben in der Phase wirklich wenig Zugriff gehabt, da muss man auch ein Kompliment machen, dann Leipzig das sehr druckvoll und aggressiv gemacht haben in den Momenten dann. Und da hatten wir schon Probleme, dann haben wir uns etwas gesammelt in der Halbzeit und kamen dann raus, haben wir auch viele Dinge wieder besser gemacht, kamen auch mehr in die Duelle und haben bis zum Ende alles versucht. Ja, bis war dann noch ein, zwei Chancen da, eine Großchance von Joe ganz vorne, eine Kopfballmöglichkeit und ein Flankenball, wo ein Tor auch immer gut hält. Unterm Strich haben wir es eigentlich in der ersten Halbzeit versäumt, vor allem die 30 Minuten nach dem Gegentor waren wir zu schwach. Zweite Halbzeit war dann bis zum Ende einfach druckvoll unserer Seite und wir haben alles versucht, bis zum Ende dann nochmal den Punkt dann hier mitzunehmen. Aber Kompliment an Leipzig zu dem heutigen Sieg.